Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für eure lieben Kommentare, die ihr abgegeben habt bezüglich Fragen und Antworten. In den Kommentaren habt ihr gesagt, von denen, okay, ich habe euch ja gefragt, ob ihr vielleicht ein paar Fragen an mich habt und die ich beantworten soll. Das habt ihr gemacht und die möchte ich gerne mit euch so ein bisschen durchgehen. Und unter dem letzten Kollagen-Video habt ihr auch ganz tolle Kommentare geschrieben, dass ich schön und intelligent bin. Yay! Geil! Das freut mich natürlich besonders an der Stelle, ne? Dass es halt irgendwie, ne? Ein schöner Geist wohnt in einem schönen Körper. Nein, Spaß beiseite, ne? Also ich bin froh, dass ich euch da ein bisschen unterstützen kann. Es ist immer viel Vorbereitung, muss man schon dazu sagen, dass man auch keinen Quatsch erzählt. Und es sind ja nicht Sachen, die einem da irgendwie, die man alle so im Studium lernt, sondern man muss natürlich ein bisschen Recherche betreiben an der Stelle. Aber das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und wenn ich euch da ein bisschen unterstützen kann und helfen kann, dann freut mich das umso mehr. So, liebe Bärbel, mich würde interessieren, ob du auch im Homeoffice bist und wie du den Haushalt schmeißt. Liebe Grüße, Linda. Ja, ich bin schon seit Mitte März im Homeoffice, ne? Ich habe früher immer. Also ich habe einen Bürojob, ich arbeite bei einem großen medizintechnischen Unternehmen und habe freitags generell immer Homeoffice gemacht. Und ich habe da auch einen sehr kulanten Arbeitgeber und auch zwei sehr tolle Chefs, die das auch, wo das auch alles gut funktioniert. Und bei uns, wenn du einen Bürojob hast, auch mit Corona, da gibt es eine, wir haben extra Corona-Beauftragte und auch die Kommunikation zu den Mitarbeitern ist hervorragend. Wir werden informiert, wir können Tests machen, wir können uns impfen lassen. Also jetzt bei Corona nicht, aber wir können sonstige Impfungen machen lassen. Also es ist wirklich ganz, ganz tolle Betreuung und Mitarbeiterfürsorge an der Stelle, muss ich dazu sagen. Und deswegen gibt es auch eine klare Anweisung, dass wir sogar Homeoffice machen müssen. Es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt komplett eingerichtet sind. Also das heißt, ich zahle mein WLAN selber, ich habe auch meinen eigenen Drucker zu Hause, Gott sei Dank. Das brauche ich auch für die Kinder, für die Kinderbetreuung. Und ich habe halt eben meinen Laptop zu Hause, aber die anderen Sachen, das ist halt alles mein Privatgebrauch und das klappt aber auch wunderbar. Und ich finde es auch toll, wenn man Homeoffice macht, weil man dann auch so ein bisschen, ich sitze dann morgens als erstes schon manchmal um 6 Uhr oder um 6:30 oder 7 schon am Laptop. Und man guckt natürlich auch am Wochenende oder abends rein. Man muss halt sonst sich selber so ein bisschen disziplinieren mit der Zeit, die man dafür aufbringt. Naja, und mit dem Haushalt ist es so, dass ich einen Mann habe, der im Home, also der zu Hause ist, der ist Hausmann. Und ich bin also quasi die arbeitende Person, die halt eben das Geld nach Hause bringt. Und er ist derjenige, der halt eben zu Hause das alles schmeißt. Der kümmert sich um die Motorräder, der kümmert sich um die Autos, ne, dass das alles läuft. Der kümmert sich um die Kinder, dass die in die Schule gefahren werden. Der kümmert sich um die Einkäufe. Der wäscht die Wäsche für die Kinder. Also ich mache meine Wäsche selber. Er macht das für die Kinder und für sich. Da haben wir so ein bisschen getrennt und natürlich machen wir unseren Haushalt zusammen, soweit es geht oder soweit ich auch Zeit habe. Und es klappt eigentlich sehr gut. Manchmal gibt es so ein bisschen so von wegen so, ja, da kriegen wir wieder der Staub, ne, oder der Putz. Ne. Aber das ist, wenn man Drillinge zu Hause hat und jetzt auch mehr zu Hause ist, dann ist es manchmal nicht ganz so einfach. Aber so im Großen und Ganzen klappt das sehr, sehr gut. Dann Metab hat gefragt, hallo Bärbel, wie hast du deine Zähne so wunderbar weiß bekommen? Was denkst du über Hyaluronfiller? Ich denke, mit Make-up bekomme ich nicht mehr hinterher und ich werde das angehen. Also meine Zähne, die ich so schön weiß bekommen habe, das war nicht ich, das war der Zahnarzt, muss ich an der Stelle sagen. Und zwar habe ich schon seit Jahren, bin ich ein massiver Knirscher. Ich habe mir also sehr viele Zähne abgeknirscht. Und ich habe dann eine ziemlich aufwendige Prozedur gehabt beim Zahnarzt, dass ich da auch so Tabletops bekommen habe. Das heißt, also ein Provisorium, um halt die Zähne wieder zu erhöhen an den Backenseiten, dass man dann guckt, dass das, weil ich hatte sehr häufig auch Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Ne? Und da wurde also auch viel gemacht, also mit Aufbau betrieben. Und in dem Rahmen wurden auch dann die Zähne aufgehellt. Das hat der Zahnarzt gemacht. Das ist die. Der hat gemeint, von denen nehmen sie ja nicht so eine helle Zahnfarbe. Und hat mein Mann gesagt, denen, doch, wir nehmen eine helle Zahnfarbe. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also mir gefällt es wahnsinnig gut, dass es eben so hell ist. Und ich finde, es sieht auch ein bisschen, ich finde es jetzt nicht irgendwie zu künstlich, sondern es wirkt, also mir gefällt es sehr gut. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das ist die Zahnfarbe A1, das ist die hellste, die es gibt.
Und ja, es war eine lange Prozedur. Es hat mich viel Schmerzen, viel Geld und auch viel, viel, viel Emotionen gekostet. Da gab es auch einige Hiccups hin und her. Ja, war nicht einfach. Würde es nochmal machen? Ja, würde es schon machen. Aber hinterher ist man immer schlauer und würde halt manche Sachen vielleicht anders machen. Aber insgesamt, wie gesagt, bin ich froh, dass ich es habe machen lassen. Und meinem Nacken und meinem Kiefer geht es auch besser. So, beim Schneiden ist mir jetzt aufgefallen, dass ich mir immer nur eine Sache merken kann. Nämlich, ich habe so viel über meine Zähne geredet, dass ich die Hyaluronfiller einfach vergessen habe. So, das hole ich jetzt nach. Also Hyaluron per se habe ich selber schon gespritzt bei Hunden, bei Katzen und bei Pferden. Und das hat sich auch sehr gut bewährt, wenn halt eben Schmerzzustände oder halt eben arthrotische Veränderungen da sind. Hyaluronfiller für den kosmetischen Bereich muss halt jeder für sich selber wissen. Zum einen ist es natürlich eine Substanz, die auch im Körper selber vorkommt. Das ist schon mal gut, ne? Dass man halt eben nicht irgendwas reinbringt wie Silikon, was natürlich körperfremd ist und was halt irgendwie Schäden oder Nebenwirkungen oder Irritationen hervorrufen kann, wenn eine Kapsel kaputt geht oder Silikon ausläuft und dann ins Gewebe reinkommt. Das ist natürlich alles, wird als Fremdkörper gesehen und kann natürlich da natürlich ganz massive Auswirkungen haben. Das Hyaluron an sich eben nicht, nur wenn es nur von außen zugeführt wird, dann wird es halt eben, wenn es nicht selber ist, das wird es halt eben einfach abgebaut. Und das heißt, nach einer gewissen Zeit, ja, muss man es halt eben wieder erneuern. Das kann gut sein, kann auch schlecht sein. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil wenn es einem nicht gefällt, wird es auf alle Fälle wieder abgebaut. Auf der anderen Seite, wenn es halt falsch gespritzt wird oder halt in die falsche Schicht gespritzt wird oder halt eben ne, zum Beispiel auf den Lippen, wenn es halt irgendwie da zu häufig verwendet wird oder halt wie gesagt auch in die falsche Schicht hinein, dann kann das Ganze knotig werden, kann halt irgendwie nicht so schön aussehen. Ich persönlich würde niemals nie sagen, also ich würde immer sagen von wegen, wenn das, ne, wenn ich meine, ich müsste das machen, dass ich das machen würde, warum nicht? Ist natürlich dann halt immer eine Frage, dass mein Arzt seines Vertrauens findet. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so die Bilder anschaue, wenn halt eben da werden ja quasi die Backen so unterspritzt, damit das Ganze so nach oben geht, ne? Damit das Ganze hier liftet, dann finde ich, dann ne, gibt es halt auch dann wird vielleicht noch die Lidfalte halt irgendwie korrigiert und dann sieht man sehr schnell sehr merkwürdig aus. Ne? Das muss man mögen. Also generell bin ich nicht dagegen, weil es halt wie gesagt ein naturidentischer Stoff ist und deswegen und weil es sich abbaut. Deswegen kann man es mal probieren und ich würde wie gesagt mich auch nicht davon ausnehmen, mal sowas nicht zu probieren. Warum nicht? So, Jackie 511 fragt, liebe Bärbel, danke für das schöne Video. Könntest du mal nicht mal ein Video über Wechseljahre und deren Beschwerden machen, beziehungsweise was man dagegen tun kann? Wechseljahre ist natürlich ein Wahnsinnsthema. Ne? Das ist ja, da kannst du ja von bis, ne? Hormone, Psyche, äußeres Erscheinungsbild, Veränderungen an der Haut. Ne? Also gibt es ja extrem viele Sachen, die da eine Rolle spielen oder die da einwirken. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch da was Spezielles interessiert bei den Wechseljahren oder einfach nur so generell. Das wäre an der Stelle ganz hilfreich, wenn ihr mir da spezifische Fragen stellt, auf die ich eingehen kann, wäre das ganz hilfreich. Aber das kann ich gerne mal machen. Dann die Beate Zarias hat gefragt von wegen, achso, meine Lieblingsbücher würden Sie interessieren. Ja, liebe Beate, also ich habe in dem Sinne keine expliziten Lieblingsbücher. Also was ich zum Beispiel großartig finde, also ich habe zum Beispiel Das Parfum von Patrick Süskind. Ich habe auch den Film gesehen und da finde ich, also es sind einige der wenigen Bücher, wo auch dann tatsächlich der Film genauso gut ist wie das Buch, weil das Buch noch ein Ticken härter ist. Ne? Ne, schriftlich kann man immer noch mal die Sachen anders ausdrücken. Ansonsten finde ich halt eben alle Thriller und oder auch Science Fiction finde ich total irre. Ne? Und was ich auch liebe und alles verschlinge, ist von Stephen King. Also ich bin so ein bisschen der so von wegen, wenn ich was lese, ich musste ja früher so viele Fachbücher lesen und das hat mich total angekotzt, dann irgendwie noch mir extra ein Buch in die Hand zu nehmen. Deswegen finde ich ja auch irgendwie so visuelle, ne, Videos so einfach.
Aber wenn ich im Urlaub bin, da gibt es nichts Schöneres, als für mich irgendwie am Beach zu liegen und dann halt in der Sonne und dann halt wirklich Bücher zu lesen. Was Thriller ist, intelligente Krimis, solche Geschichten, ne? Oder halt, wie gesagt, auch gute Science Fiction finde ich genauso gut. Ich habe da jetzt keine spezifischen Lieblingsbücher, sondern halt eben dann so Kategorien, die ich lese, ne? Und das finde ich extrem interessant, extrem spannend. Und ja, wenn ihr da Empfehlungen für mich habt, wo ihr sagt von wegen, das ist ein Buch, das so unbedingt lesen muss, weil ich das so klasse finde, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich liebe solche Geschichten, ne? Also deswegen, so die Schreibt es mir gerne in Claudia die Kommentare. 72 schreibt, mich würde interessieren, warum ihr denn kein Haus gekauft habt und wieder in Miete seid, ne? Weil sie hat ja den Umzug mitbekommen. Also tatsächlich, ich weiß es nicht, habe ich das gesagt oder habe ich es falsch gesagt? Also auf jeden Fall, also wir haben das Haus gekauft, weil wir haben vorher zur Miete gewohnt und unser Vermieter war ein Aas. Wahrscheinlich verklagt er uns jetzt wieder, ne? Also unser Vermieter ist leider jemand gewesen, der einfach, ich glaube, der hasst andere Menschen oder der verklagt jeden. Der hat seine Kinder verklagt, der hat uns verklagt, der hat seine Nachbarn verklagt. Das ist schlimm und es geht ihm auch nicht ums Geld. Er hat uns auf eine Mieterhöhung verklagt, obwohl er genug Geld hat. Also ein ganz schlimmer Mensch. Und letztendlich war es dann so schlimm gewesen, dass wir gesagt haben, oder wir haben auch gefragt und gesagt, von wegen, verkauf uns doch das Haus. Ne? Dann zahlen wir lieber statt Miete, zahlen wir es lieber ab. Dann hat er gesagt, was soll ich denn mit dem Geld? Und ich gesagt, okay, gut. Und letztendlich war es halt so schlimm und keine Nebenkostenabrechnung hat gestimmt. Immer musste er vorbeikommen ohne Termin und hat dann irgendwie irgendwas verschlimmbessert in Reparaturen und so weiter. Also es war insgesamt ein totaler Psychoterror. Und letztendlich war es so schlimm, dass wir gesagt haben, wir ziehen jetzt aus. Und es hat uns einen Haufen Geld gekostet, dieser Umzug. Und es war auch extrem schwierig, hier in der Gegend überhaupt was zu finden. Also die Mieten sind hier sehr, sehr hoch, weil in so der Region Erlangen, Forchheim, Nürnberg, das sind halt große Firmen. Hier ist Adidas, hier ist Puma, hier ist in Nürnberg gibt es Novartis, dann gibt es halt eben, wie gesagt, Siemens, dann gibt es halt sehr viele große, dann gibt es noch so eine große Medizinfirma, auch in Herzogenaurach. Also es gibt sehr große, viele Firmen hier. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sehr, sehr viel Geld haben. Und deswegen ist der Mietpreis hier oder der Mietmarkt und auch der Kaufmarkt eine Katastrophe. Also das ist, man zahlt fast Münchner Preise, kriegt aber halt eben nicht München. Ne? Ich sage immer, das ist so ein bisschen Mogelpackung. Ne? Das ist das, was mich an der Stelle so aufregt. Und wo dann die Zinsen so runtergingen, war der Markt hier leergefegt. Ja, du hast ja nichts bekommen. Und ich meine, auch zwar sind die Zinsen jetzt sehr niedrig, aber dafür sind die Hauspreise einfach gigantisch hoch. Hat uns die Maklerin gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es nur eine Verkaufstaktik war, die hat gesagt, hier waren über 60 Interessenten, um das Haus zu kaufen. Und letztendlich haben wir den Zuschlag bekommen, weil die direkt nebendran wohnen und die halt irgendwo auch nette Nachbarn haben wollten und die unsere Drillinge so sympathisch fanden. Und deswegen durften wir das Haus für teuer Geld kaufen. Es ist jetzt auch nicht mein Traumhaus, muss ich dazu sagen, aber es ist für unsere Zwecke, ist es, sagen wir mal, praktisch. Man denkt ja praktisch, ne? Weil die Kinder oben ein eigenes Stockwerk haben, ne? Und wir haben eben hier ein eigenes Stockwerk. Und das ist halt eben, dass halt eben ausreichend Platz da ist. Das war für uns das Wichtige. Das heißt, wenn ich mir ein Haus machen würde oder kaufen würde oder bauen würde, würde das völlig anders aussehen, ne? Ich bin so der Typ Bauhausstil, ne? Clean, sachlich, also wirklich alles ohne Schnörkel, also reduziert. Das ist eigentlich so eher mein Ding, obwohl es hier nicht so aussieht. Und nun gut, also auf jeden Fall, es war uns auch wichtig, dass die Kinder halt eben, haben die Bushaltestelle direkt gegenüber auf der Straße und können dann direkt in die Schule fahren. Und es war uns halt wichtig, dass die Kinder kurze Wege haben, dass sie eine gute Schule in der Nähe haben, ne? Dass es für sie halt wichtig, praktisch ist. Ne? Das waren unsere Kriterien, wie wir halt eben dann ausgewählt haben. Und nicht, dass Mama einen schönen Garten hat. Ne? Das ist, wir haben auch keinen schönen Garten, ist alles zu betoniert, zugepflastert. Hat aber auch den Vorteil, dass man nicht viel gießen muss. Ne? Naja, gut, egal. Also auf jeden Fall. Wir haben es gekauft, weil wir gesagt haben, so ein Heckmeck mit einem Vermieter wollen wir nie wieder haben.
So, die Barbara Höfs, die ganz Liebe, hat gefragt, ach so, über den Brexit, ob man jetzt über diese Zeit Kosmetik in den Online-Shops, ob man da jetzt zusätzlich noch was bezahlen muss. Also da gibt es ja manche Firmen schreiben, wie zum Beispiel Cult Beauty, da kommt nichts mehr hinzu. Andere sagen, es gibt wohl anscheinend noch so eine Übergangsphase. Es scheint wohl aber auch so zu sein, dass es halt zukünftig wie so in Amerika, also eben, wenn man von Amerika bestellt, dass man sagt, wenn man hat eben halt bis 150 Euro zollfrei, du musst aber 19% Einfuhrsteuer ab dem Warenwert von 22 Euro bezahlen. Ne? Das ist ja das gleiche wie aus Amerika. Ne? Also das heißt, ab 22 Euro kommen die 19% Einfuhrsteuer oder Mehrwertsteuer dazu und ab 150 Euro gibt es Zölle und das ist immer unterschiedlich, ob du jetzt einen Pinsel kaufst oder einen Lidschatten oder whatever, dann kommt Zoll obendrauf. Ne? Und das wird dann halt sehr schnell, kannst du halt dann nochmal irgendwie on top kommen. Ne? Und dann kann es für viele schon wieder uninteressant werden. Also wir müssen einfach mal gucken, wie sich das mit England da entwickelt. Ne? Aber ich meine, ich sage auch von wegen, dann musst du quasi im Angebot kaufen, um halt dann Normalpreis zu kriegen, weil du halt. Und dann wird das Ganze halt eben recht schnell sehr nervig. Ne? Ich hoffe dann, dass manche Firmen so schlau sind, dass sie vielleicht ein Lager in Deutschland, eben außerhalb von England in Europa, ne? Weil jetzt sind wir jetzt nicht mehr Europa. Dass man halt eben dann dieses Ganze umgeht. Das machen ja manche Firmen, die schlau sind. Oder die sagen, Europa ist für mich ein wichtiger Markt. Manche sagen, von wegen Kiss my butt, interessiert mich nicht. Aber die sollten uns deutschen Frauen nicht unterschätzen, finde ich. Ne? So, dann hat die Barbara noch gefragt, von wegen, also wann ist denn deine Leidenschaft für Make-up durchgebrochen und warum oder warst du schon als Kind Make-up-Fan? Also als Kind war ich kein Make-up-Fan. Als Kind hatte ich nur Tiere im Kopf. Ich habe auch heute noch Tiere im Kopf, deswegen bin ich auch Tierärztin geworden. Das war das, was ich immer. Ich wollte immer irgendwas mit Tieren machen. Deswegen sitze ich jetzt im Büro. Und ja, also ich wollte immer schon mit Tieren arbeiten und mit Tieren machen. Und also ich sah auch irgendwie als Teenager irgendwie auch nicht so scharf aus. Ne? Deswegen, ja, also mein Make-up hat erst so angefangen, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann war ich auch mehr so in die etwas extreme Richtung. Ja, und da habe ich dann auch ziemlich extremes Make-up getragen. Ne? Also das heißt wirklich in 80er Jahren halt wirklich so schwarze Augenbrauen bis hierher und dann halt wirklich bis hierhinter. Ne? Und dann helle Lippen, dunkle Augen, riesige Augen. Ne? Also ich sah aus wie so ein Panda-Bär. Ich bin noch nicht mal ungeschminkt an den Mülleimer gegangen. Ne? Also ich habe mich immer geschminkt, extrem geschminkt, viel rumexperimentiert und auch mit den Haaren und mit dem Look. Jo, war schon geil. Ne? Ich hatte immer ein schwarzes Lebercabby auf. Ich hatte schon abgeschnittene Handschuhe. Da hat der Karl Lagerfeld noch gar nicht gewusst, was abgeschnittene Handschuhe waren. Ne? Also, jo, ne? Deswegen. Und deswegen meine Leidenschaft für Make-up war also schon sehr, sehr früh. Also ich mache das halt seit, naja, bin ich ja, seit fast 40 Jahren. Und deswegen hat man auch viel ausprobiert, man hat viele Firmen kommen und gehen gesehen. Und wenn ich jetzt sehe, was wir für Möglichkeiten haben, wie viele Firmen da sind, ne, wie viele Firmen auch auf dem deutschen Markt da sind, ist großartig. Ich liebe es. Ich liebe es. So, die Beate fragt auch nochmal, Beate Zacharias, wann mal wieder einer deiner Jungs dabei sein werden im Video. Und was sind außer Make-up noch deine Hobbys? Ich habe ja Trillinge, ne, die sind jetzt so 13 Jahre. Die sind jetzt so 13 Jahre. Die sind 13 Jahre. Und ja, der Alexander zum Beispiel, der will überhaupt nicht in die Öffentlichkeit. Der sagt von denen, ich will das nicht und ich möchte weder auf dem Instagram noch sonst irgendwelche Fotos oder Videos gepostet werden. Der Maximilian ist eher anders. Der würde gerne mal Schauspieler werden. Der möchte gerne in die Kamera gehen. Und der Konstantin, der ist da so von denen, ja, ist okay, ist egal, ne, so. Ist okay, wenn es nicht okay ist, ist auch okay. Also, ich werde sicherlich noch mal ein Video machen, wo vielleicht meine Jungs irgendwo Sachen aussuchen. Ich habe aber jetzt vor, auch jetzt noch mal ganz viel meiner Make-up-Sammlung mal durchzugehen mit euch, die Sachen auszusortieren. Ich bin so schlecht im Wegschmeißen. Und wenn ich das Ganze so ein bisschen aussortiert habe oder sowas, dass die Kids halt dann auch noch mal so mein Make-up aussuchen und das ist auch süß und der Konstantin auch, wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Mama, schau mal, wie gefällt denn dir der Look, ne? Also die sind so, also sind so Zuckerschnuten. Ach, da geht einem das Herz auf. Naja gut, und andere Hobbys. Also vor meinen Kindern hatte ich noch als Hobby Tauchen, also auch so ein Warmwassertaucher, ne?
Ich war schon in Malta tauchen, auf den Malediven, auf dem Great Barrier Reef war mal tauchen, bei der Hochzeitsreise. Ne? Wir haben in Australien geheiratet und ach, herrlich. Ne? Also tauchen, das war meine Leidenschaft, obwohl ich fast mal gestorben bin dabei. Früher habe ich auch Hockey gespielt. Ich liebe es auch, Tennis zu schauen. Mein Mann hasst es. Aber damals, als ich Steffi Graf und der Bubbele weniger, aber Steffi Graf, die Gabriela Sabatina, die Arantxa Sanchez Vicario, ne, als die noch irgendwie so aktiv waren, boah, es war geil. Ich habe die echt verschlungen. Ich sag, nachts vorm Fernseher, habe mir alle Championships angeschaut, ne, und es war, ach, toll. Das waren doch irgendwie Persönlichkeiten, Charaktere, das waren tolle Frauen, ne. Das war so spannend, die Monika Seles, ne. Ne, so mit ihrem Gestöhne. Kennt ihr die noch? Ne? Das war irre. Also ich habe das geliebt. Ich habe das war toll. Ach Gott, da gibt es auch noch eine Geschichte, wo wir mal bei Olympia waren in Athen. Da hatten wir nämlich Karten gewonnen für die für die Abschlussfeier. Und dann durfte man sich zusätzlich noch Karten eher aussuchen, bevor die halt irgendwie dann offiziell verkauft wurden. Und dann haben wir halt dann irgendwie gesagt, okay, wenn wir halt im Center Court sind, da kaufen wir jetzt halt irgendwie Ticket für Tennis. Dann war so ein Finale von den Männern und das Spiel hat 8 Stunden gedauert. Das hat 8 Stunden gedauert, ne? Und mein Mann ist mal durchgedreht. Ne? So, dumm, 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 dumm. Und es ist laut, wenn man da live dabei sitzt. Der arme Kerl. Ne? Und das Schlimme war, du durftest da, also in Athen war das, du durftest da nicht aus diesem Court raus und da irgendwas zu essen holen und dann wieder rein. Du musstest einmal mit dem Ticket rein und dann musstest du drin bleiben. Wenn du rausgegangen bist, hast du keinen Wiedereinlass gehabt. Ne? Totaler Mist, ne? Und wir saßen da drin und so echt irgendwie, wir waren total müde. Das ging bis nachts um 2. Wir waren total am Ende und hatten Hunger. Ne? Aber das war geil. Und mein Mann hat es gehasst. Ach so. Jo, und dann, was für mich ein Riesenhobby ist, ist Reisen. Ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, andere Leute, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Ein Riesenhobby. Ich finde es fantastisch. Und dass uns jetzt die Welt so offen steht, mit dem Reisen, jetzt natürlich mit Corona, ist natürlich wieder nicht mehr, ne? Aber halt so generell, ich meine, früher, wo ich das erste Mal in Australien war, da gab es kein Internet, kein gar nichts, da hast du irgendwie Mundpropaganda bis dahin gefahren, es war das riesige Unbekannte, Leute haben vom Bali erzählt und du wusstest überhaupt nicht, oh, herrlich, Bali, wie ist denn das, erzähl doch mal, ne? Und heute irgendwie fährst du dahin so mal eben schnell fürs Wochenende, ne? Oder für eine Woche so ungefähr, ne? Also es hat sich ja so wahnsinnig viel geändert und die Welt ist so zusammengerückt und das finde ich auch großartig. Und Reisen ist halt so mein Ding und mein größtes Hobby und meine größte Leidenschaft ist Australien. Ich habe da immer 5 Monate gewohnt und auch ein paar Monate gearbeitet, so während meinem Studium als Tierärztin. Und es war, ach, das Schönste ever, ever, ever. Und ich liebe diesen australischen Akzent und ich liebe die Leute und es ist für mich das schönste Land der Welt. Leider kannst du als Tierärztin da nicht leben oder nicht arbeiten, weil du müsstest das ganze Studium nochmal machen und das alles selber finanzieren. Ja, da hätte ich lieber Metzger werden sollen, ne? Oder Schreiner, ne? Die werden gesucht, aber Tierärzte eben nicht. Und das macht es halt sehr schwer, da auszuwandern. Mittlerweile bin ich zu alt. Jetzt muss ich gucken, dass ich da in der Rente halt hingehe. So, die Kerstin hat gefragt, Kerstin Goldhardt, was sind denn deine Empfehlungen für ein effektives Retinolserum oder Creme? Ich würde sagen, also nur ganz kurz die Antwort, was ich halt nehme, das ist halt eben verschreibungspflichtiges Tretinoin, also die Vitamin A-Säure. Und ansonsten von dem nicht verschreibungspflichtigen, nämlich die von Skin Nature, die Sachen. Da gibt es sowohl ein Serum als auch eine Creme. Die eine ist parfümiert und ein bisschen und die andere aber ganz wenig und die andere halt eben nicht. Da muss man halt eben, ich mag die nicht so, weil wegen dem Geruch. Aber ansonsten finde ich die halt auch sehr wirksam. Und auch sehr gut und die kann ich auch empfehlen. Dann die Efi Strohteufel sagt, welche Lieblingsmarke aus der Drogerie hast du denn bezüglich Preis-Leistung und welche findest du denn am besten? Das ist mir schon häufiger mal durch den Kopf gegangen und ich finde das echt schwer. Also ich finde es wirklich schwer. Ich habe ja von jeder Marke gibt es ja immer so, wo du sagst, von denen, das ist so mein Ding. Ich mag zum Beispiel von L'Oreal die Foundation unheimlich gerne. Meine Lieblingsmascara ist auch von L'Oreal.
Dann Max Factor mag ich auch, weil ich halt eben auch da die Mascara ganz toll finde. Die Blushes von denen sind super. Dann auch Maybelline hat ganz tolle Wimperntuschen, hat ganz tolle Foundation. Maybelline hat ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich mag den Concealer total gerne. Also Maybelline hat für mich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und tolle Produkte. Da bin ich ein Riesenfan von. Und wo ich auch ein Riesenfan von bin, ist Nummer 7. Das ist nur so scheiße schwer zu kriegen, weil es ja die Eigenmarke ist von Boots aus England. Es wird jetzt noch schwieriger, das zu kriegen. Aber die Produkte von Boots, von Nummer 7, die ich probiert habe, waren allesamt Bombe. Also fantastische Concealer, fantastische Foundation, großartig. Ich finde die Linie von L'Oreal für die Best Ager, ich finde es fantastisch, dass sie das machen. Da gefallen mir auch wahnsinnig viele Produkte davon. Das finde ich ganz, ganz toll und halt eben auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist zwar ein bisschen hochpreisiger, aber trotzdem halt nicht im High-End-Bereich. Das gefällt mir sehr gut. Und Bourjois gefällt mir wahnsinnig gut, ne? Weil Bourjois ist auch so eine Firma, die haben tolle Foundation, tolle, auch für einen guten Preis, tolle Lippenprodukte. Ach, großartig, ne? Also Bourjois ist auch so für mich auch so total so eine unterschätzte Firma, die viel zu wenig promotet wird und die einfach toll ist, ne? Und Elf finde ich auch klasse, ne? Also Elf hat super schöne Produkte für einen kleinen Preis. In Deutschland ist, finde ich, schon doppelt so teuer wie in Amerika. Die haben ja früher angefangen, da hat alles $1 gekostet. Mittlerweile, ne, kriegst du halt irgendwie, sind die schon differenzierter. Aber wenn ich halt eben sehe, dass diese kleinen Bite-Size-Palettes in Amerika $3 kosten und hier kosten sie 5 Euro, finde ich das eine Frechheit. Also ich meine, mit welcher Begründung kosten die Preise hier mehr als das Doppelte? Warum? Genauso finde ich das eine Unverschämtheit, was mich an der Stelle jetzt auch aufregt. Zum Beispiel würde ich gerne mal diese Australian, gibt es so ein Australian Sunscreen, bla bla bla, so ein Tinted Sunscreen verwenden, die häufig empfohlen wird. Die kostet in Amerika bei Ulta $16. Das sind ungefähr 13 Euro. Und hier findest du so in Europa eine Witze für zum Teil 27 oder 28 Euro verkauft. Warum? Mit welcher Begründung? Also ich finde es eine Frechheit, ne? Das ist mehr als das Doppelte. Das macht mich schon wieder wütend. So, die Ina hat gefragt, wo ich das Kosmetikbuch gekauft habe. Dieses kleine Ding hier, das habe ich bei Cult Beauty bestellt und es gibt es da auch noch. Und du kriegst es sogar ohne extra Versandkosten, also das kann man direkt so bestellen und auch ohne, sagen sie, also ohne extra irgendwelche Zusatzkosten. Also es kostet 60 Euro, habe ich bezahlt und es gibt es nach wie vor bei Cult Beauty. Ich habe heute Morgen noch nachgeschaut, es ist noch da. So, und die Manuela Werbinski hat gefragt, wie lange hast du denn als Tierärztin gearbeitet und bist du spezialisiert auf bestimmte Tiere, wie zum Beispiel Papageien? Ich weiß jetzt nicht, wie du auf Papageien kommst, also das ist für Papageien. Obwohl, ich habe mal ein Ara-Pärchen behandelt. Ach Gott, Kakadu waren das. Kakadu, das war ein Kakadu-Pärchen, die bleiben auch zeitlich zusammen, ne? Gott, waren die süß, die zwei, ne? Und dann habe ich dem einen eine Spritze geben müssen, ne? Also irgendwie mit meinen Brustmuskeln, da hast du da so eine obere und eine tiefer liegende Brustmuskelschicht, ne? Kennt ihr ja von den Hähnchenfilet, ne? Hähnchen-Innenbrustfilet und Hähnchenfilet. Denn die Innenbrüste sind ganz fein, ne? Es ist ja furchtbar, aber ich meine, so ist es halt. Auf jeden Fall haben die eine äußere Brustmuskelschicht, da gibt es dann also so ein Arterien- und Venengeflecht und dann hast du halt eine innerliegende Brustmuskeln. Und dann gibt man halt in den Brustmuskel, versucht man dann halt eben eine IM-Applikation zu machen und tunlichst nicht jetzt die Blutgefäße zu treffen, dann wäre es eine IV-Applikation. Ne? Dann habe ich dem halt eine Spritze gegeben und habe beim Rausziehen hat es ein Tröpfchen Blut gegeben. Und jetzt war der Kakadu ja schneeweiß und hatte da so einen kleinen roten Fleck und der andere hat dann so nachgeguckt und hat ihn so gleich mit dem Schnabel und hat ihm dann so von wegen, was hast denn du da? Was hatten die da mit dir gemacht? Na, ach Gott, das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich diesem kleinen Kakadu da jetzt irgend so einen roten Fleck da auf sein weißes Fell, also Fellchen würde ich schon sagen, sein weißes Gefieder da gemacht habe. Also es war, und der andere hat dann so geguckt noch nach dem Motto. Also es hat mir fast das Herz gebrochen. Also wie lange habe ich als Tierärztin gearbeitet? Ich habe ein paar Jahre als Tierärztin gearbeitet. Also erst war ich 9 Monate an der Uni und dann war ich insgesamt 3 Jahre in Kleintierkliniken. Also ich habe jetzt keinen Facharzt für Kleintierkliniken, aber Kleintier war eher so mein Ding statt jetzt Großtiere.
Und ich habe halt alles behandelt. So das Größte war so der irische Wolfshund und das Kleinste, was ich hatte, war Hallo Hamster. Der war auch süß. Hallo Hamster war wirklich so groß, war so ein Mini-Hamster. Der hatte so einen riesigen Käfig. Hallo Hamster, ich meine, so ein Hamster wird ja nicht so lang alt. Ne? Die werden vielleicht so 2, 3 Jahre und der war auch schon 2¼ und hatte einen Tumor, der war halb so groß wie er, ne? Und hat ihn dann mit sich hergeschleppt. Ne? Und das heißt, du hast einen Hochrisikopatient, weil er erstens winzig ist, ne? Von wegen Steuerung der Narkose. Zum zweiten hat er einen riesen Tumor, der halt irgendwie den Stoffwechsel ändert. Zum dritten war er schon so alt, was eh schon, ne, sehr kritisch ist. Jo, also es war ein Hochrisikopatient und dann haben wir gesagt, okay, wir können es nicht so lassen, weil er sich quält mit dem riesigen Tumor. Wir probieren es einfach. Ne? Also entweder bleibt er in der Narkose liegen oder er schafft es. Ne? Und der hatte so ein kleines Körbchen und immer wenn man Hallo Hamster gesagt hat, hat er sich in das Körbchen reingesetzt und dann konntest du ihn so wegtragen. Und diese kleinen Füßchen, das war so bezaubernd. Das war so bezaubernd. Ne? Naja, dann habe ich Hallo Hamster. Haben wir ihn operiert, ne? Und dann haben wir wirklich mit Augeninstrumenten haben wir dieses kleine Tierchen dann operiert, ne? Und er hat es Gott sei Dank geschafft, es ging alles gut. Und dann habe ich den wirklich den ganzen Tag, habe ich den hier unter meinem Pulli in meinen BH reingesteckt, um halt eben, dass er nach der Narkose, dass er nicht auskühlt, ne? Dass er halt eben einfach da bleibt an meinem Herzen. Ach Gott. Es war so süß. Hallo Hamster war den ganzen Tag an meinem Herzen, in meinem BH drin, dass er halt eben, wie gesagt, dass ich ihn, das war das intensivste Monitoring, was man für einen Patienten haben kann. Und es war so süß. Und Hallo Hamster hat es geschafft und es ging ihm wieder. Also auf jeden Fall ging es Hallo Hamster wieder gut und er ging nach Hause und er hat dann auch irgendwie noch ein paar Monate gelebt. Und es war, ach ja, das war mein kleinster Patient und mein intensivster Patient, ne, dass ich den so nah an mir getragen habe. Das war so süß. Und ich vermisse es auch, ja, ich vermisse das Ach tatsächlich so, ja, ganz. und dann hat die Sandra noch gefragt von wegen, ja, wie kamst du denn eigentlich dazu, YouTube zu machen? Ja, also, wie kam ich denn dazu? Ich habe das, glaube ich, schon mal in den letzten Q&A so ein bisschen angesprochen. Ich habe, vor 3 Jahren war das ungefähr, da ist mir tatsächlich das Hirn geplatzt. Ja, also. Ich sage zwar immer zu meinen Kindern, von wegen, wenn sie so viel reden und auch so laut reden und alle auf einmal zusammen reden, von wegen, hört auf, mir platzt das Hirn. Und da ist mir tatsächlich das Hirn geplatzt. Das ist kein Scheiß und auch kein Clickbait. Es war tatsächlich so. Ihr müsst euch vorstellen, dass das Hirn ist umgeben, also das Hirn schwimmt ja im Liquor, also in der Gehirnflüssigkeit. Und dann ist das Gehirn umgeben von einer weichen, einer harten Hirnhaut. Ne? Das nennt man die äußere harte Hirnhaut, die ist wirklich hart, die ist wirklich stabil, ne, weil da ist ja auch ein Druck drauf und dass das Ganze halt irgendwie auch, ne, geschützt ist. Die nennt man Dura Mater. So. Und diese Dura Mater ist bei mir gerissen. Die ist tatsächlich geplatzt. Also jetzt nicht das Gehirn ist explodiert, sondern tatsächlich die Dura Mater ist bei mir gerissen. Und dadurch ist, man weiß bis heute nicht warum. Also ich war damals auf Geschäftsreise in China. Und ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen gekriegt. Ich hatte so wahnsinnige Kopfschmerzen, dass ich alles, ich hatte Gott sei Dank immer irgendwie Schmerzmittel dabei. Oder wenn ich auf Dienstreise gehe, nehme ich immer irgendwie so ein gewisses Kit halt mit. Vor allen Dingen auch in Ländern, wo ich vielleicht die Sprache nicht so spreche. Ne? Nun gut, aber auf jeden Fall, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Und das war so schlimm, dass ich sogar dann wo ich dann im Wartebereich war, bin ich auch hin, habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus, holt mir einen Arzt oder sowas. Ne? Ich habe gedacht, mir platzt der Schädel. Ne? Und das war so schlimm. Und jetzt sitzt man im Wartebereich da irgendwo in China. Ne? Und dann sagen die Stewardessen, ja, wir dürfen ihn nicht geben, weil wir haben ja, ne, wir sind ja keine Ärzte, wir dürfen da nichts verschreiben und wir dürfen ihnen auch keine Medikamente geben. Da wollte die mir halt irgendwie so ein Tigerbalsam geben, was ich total süß fand, aber ich meine, mit Tigerbalsam, ne, das hat halt nicht funktioniert. Dann kam dann so ein chinesischer Arzt dann irgendwie so an mit seinem weißen Kittelchen und dann wollte er mir so ein Thomaperin-Dinges geben. Und das finde ich jetzt nicht ernst, irgendwie diese paar Thomaperin, die schlucke ich weg wie nichts, ne? Das hilft alles nicht, ich brauche irgendwas Stärkeres, ne? Was halt wirklich hilft. Naja gut, ich habe die halt genommen, es war besser als nichts. Und als ich dann in Deutschland war, bin ich direkt in die Klinik gefahren. Und dann hat es aber auch ein paar Tage gedauert, bis sie festgestellt haben, dass die Dura halt gerissen war. Ne? Und dadurch, dass die Dura gerissen war, ist Liquor ausgelaufen. Also Gehirnflüssigkeit ist ausgelaufen. Und das Gehirn findet es halt scheiße, wenn die Gehirnflüssigkeit ausläuft, dass das Gehirn sich absenkt und schubbert quasi auf der Schädelbasis rum. Ne? Das findet das Gehirn total scheiße.
Ja, und dementsprechend hast du Schmerzen. Ne? Und die Ärzte fragen dich ja immer von wegen, auf der Skala von 1 bis 10, wie sind denn ihre Schmerzen? Dann habe ich gesagt, 12 oder noch mehr. Also es war wirklich schlimm. Und letztendlich war so das Ausschlaggebende, wenn du liegst, dann ist das Gehirn halt eben entlastet. Ne? Dann war es besser. Und sobald ich aufgestanden bin, hat das Gehirn ja wieder schwerkraftmäßig dann halt irgendwo geschubbert oder halt irgendwie aufgelegen auf der Schädelbasis. Und dann war das halt eben signifikant schlimmer. Ne? Und letztendlich haben sie halt verschiedene Tests gemacht, Kernspinnen, Liquorentnahme, bla bla bla, bis sie dann da drauf gekommen sind, dass es ein sogenanntes Liquor-Unterdrucksyndrom ist. Also das war ja eigentlich nur die Symptomatik. Und dieses Liquor-Unterdrucksyndrom ist meistens halt eben, entweder weiß man nicht, warum es ist, das ist iatrogen bedingt. Das iatrogen heißt, dass der Arzt es verursacht. Und das ist halt eben häufig bei Tumorpatienten, also wenn Gehirntumor da ist. Und dann wird halt eben, wenn die Tumoren halt eben zu viel Liquor produzieren, dann wird Liquor halt eben am Rücken entnommen, damit halt eben dann das Gehirn entlastet wird von den Druckverhältnissen. Und da kann es halt passieren, dass man zu viel Liquor entnimmt und dann in diese Unterdruckphase kommt. Und dann die Kopfschmerzen verursachen, aber das Liquor wird dann innerhalb von 2-3 Tagen wieder nachgebildet. Jetzt war es aber so, dass ich Gott sei Dank keinen Hirntumor hatte und bis man dann festgestellt hatte, dass ich halt eben, dass diese Dura Mater gerissen war und ich dadurch halt eben Liquor verloren hatte, das hat dann ein bisschen gedauert. Und bis ich mich dann therapiert hatte, das hat dann auch nicht so gleich schnell funktioniert. Ne? Die haben dann eine Therapie gemacht, ich bin schon auf den Nachhauseweg gegangen, dann hat es wieder angefangen. Und ich habe gesagt, nein, es fängt schon wieder an. Jetzt musste ich wieder zurück, direkt während der Fahrt zu meinem Mann gesagt, von denen, hier fahre ich wieder in die Klinik. Ne? Bin wieder in die Klinik, nochmal therapiert. Und ich hatte echt Schiss, ne? Weil ich hatte keinen Bock, dass sie mich da aufschneiden und halt irgendwie mit Gewebeklebern irgendwo nach dem Riss suchen. Und letztendlich hat es dann funktioniert und toi, 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 bis dato hält es an. Aber dadurch, dass man nicht weiß, warum es passiert ist, kann es auch jederzeit wieder auftreten. Und das ist natürlich irgendwie keine gute Geschichte, ne? Wenn man die Ursache nicht kennt. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was man nicht haben muss. Und was ich auch keinem empfehle. Aber wenn ihr sowas habt, dann fragt mich, wie man das therapiert. Ja, und so ist tatsächlich mal mein Gehirn geplatzt. Und das war so die Geschichte. Jetzt habe ich das ewig erzählt, von wegen, was mit da passiert ist. Ja, und dann war ich halt auch ein paar Wochen oder ein paar Monate krankgeschrieben nach der Geschichte, ne, zwangsläufig. Weil alles in allem hat sich das dann doch schon hingezogen mit den Therapien und wie gesagt, und auch hinterher auch mit den Kopfschmerzen und bis sich der Liquor nachgebildet hat, bla bla bla. Nun gut, und dann habe ich in der Zeit tatsächlich das erste Mal YouTube-Videos geguckt. Ich habe vorher nie YouTube-Videos geguckt. Ne? Ich habe halt einfach, weil ich so im Liegen, und was machst du dann? Und ewig nur Fernsehen geht auch nicht. Und dann habe ich halt eben YouTube-Videos gesehen. Und das erste Video war, glaube ich, das von den Pixie Woo Sisters, ne? von den Chapmans, die halt eben diese Real Techniques Pinsel rausgebracht haben. Und da habe ich gedacht, boah, toll. Die sind ja toll. Was die alles wissen und was die alles können, ne? Und so kam ich so ein bisschen dann halt irgendwie und habe mir dann diese Videos angeschaut und dann kam dann immer mehr und habe ganz viele angeschaut und hin und her. Und dann irgendwann habe ich gedacht, von wegen, boah, das ist eigentlich ein tolles Hobby, ne? Warum machst du das auch nicht? Von wegen, du hast eine Leidenschaft für Make-up und du bist gerne irgendwie so eine Rampensau, du bist auch gerne vor der Kamera. Mach das doch, ne? Das ist doch eine schöne Geschichte. Und so kam das dann, dass ich mir nach und nach halt irgendwie mir halt Videos angeschaut habe, von wegen, was brauchst du für Equipment oder was ist ganz gut oder welches Bearbeitungsprogramm oder all diese Geschichten. Und das habe ich mir dann beigebracht und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und so kam das Ganze, dass ich dann einen YouTube-Kanal gemacht habe. Und es ist halt nach wie vor ein reines Hobby. Aber deswegen macht es auch umso mehr Spaß. Und das Schönste seid ja ihr, weil ohne euch wäre ich nichts. Ne? Deswegen vielen Dank an der Stelle. So, jetzt noch ein bisschen Ausblick. Dann haben noch ein paar gefragt von wegen, was man noch machen kann. Zum Beispiel, was hältst du denn von Beauty-Geräten wie Ultraschall, Rotlicht, Scroom, New Face und so weiter? Da werde ich noch mal ein extra Video dazu machen, weil ich auch gerade momentan so ein Rotlicht-Tool verwende. Das habe ich aber erst jetzt relativ kurz angefangen. Da werde ich noch mal ein Video dazu machen und was ihr davon haltet. Dann haben noch einige gefragt von wegen, was gibt es denn so Hüft- und Kniearthrose? Gibt es da vielleicht homöopathische Geschichten?
Da kann ich auch nochmal ein Video dazu machen. Da gibt es ja also auch so Nahrungsergänzungsmittel, die bei arthrotischen oder arthritischen Geschichten ganz gut helfen, meines Erachtens. Das mache ich auch nochmal extra. Und dann kam nochmal die Frage spezifisch, was jetzt Q10 und Hyaluronsäure oral bedeutet oder halt eben auch so auch bei Krebsverdacht. Das ist ja noch ein etwas spezifischeres Thema. Genau, da müsste man irgendwie auch nochmal, kann man nochmal drauf eingehen. Nochmal, dass man nochmal ein spezifisches Video mache, ich vielleicht nochmal zu Retinol. Ne? Das heißt, was gibt es für Retinole oder Retinoide? Wie soll ich denn die Therapie anfangen? Weil häufig, wann wirkt es denn oder wann sieht man denn Erfolge und solche Geschichten? Genau, und die liebe Petra Meissner hat dann noch gesagt, von wegen, sollte man ein Video machen, wie es schaffen, mit über 50 noch so Bombe auszusehen. Ich meine damit nicht nur Kosmetikprodukte, sondern auch Ernährung, Sport und so weiter. Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Ich meine, ihr seht mich ja nur hier oben. Das unten ist nicht so geil. Da müsste ich mehr auf meine Ernährung achten. Ich meine, theoretisch weiß ich das alles. Praktisch ist immer schwierig mit der Umsetzung. Und Sport, aber wenn es euch interessiert, kann ich vielleicht mal dazu ein Video machen. Mal gucken. Ganz toll. Jetzt wollte ich mich gerade noch verabschieden, ist die Speisekarte voll. Ne? Super, auf dem letzten Meter. Nun gut, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht oder vielleicht irgendwie noch ein paar Informationen gegeben und hoffentlich auch die Antworten auf eure Fragen. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt oder noch mehr wissen wollt, dann stellt mir das sehr gerne nochmal unten in die Kommentare. Ist kein Thema. Ich versuche das halt irgendwie so weit wie möglich alles zu beantworten und so offen und ehrlich wie möglich zu sein. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Ganzen sehr gerne einen Daumen nach oben. Schon allein für das geplatzte Hirn wäre es gut. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Es sind ja noch viele spannende Themen, die zukünftig kommen. Abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald.